Jo, liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA und wir machen auch das Finale vom Supercup, wenn nicht noch was mit den Transfers doch dazwischen kommt. Deutscher Supercup gegen den Vizemeister Borussia Dortmund. Da wollen wir natürlich nochmal rein. Rashica ist weg. Geil. Das ist Supercup gegen Tottenham. Da sind noch einige Angebote rein. PSG möchte Marco Richter verpflichten. Das heißt, wir gehen mal in die Verhandlungen rein, ob wir den für Minimum 80 Millionen, 85 Millionen verkauft bekommen. Als 70 Millionen wäre, das heißt, ich gehe mal hoch auf 19 sogar. Wenn Paris sagt, nee, die möchten nicht, dann machen wir es auch nicht. Also die finde ich nicht unter Marktwert, das ist mir schon klar, ne? Neue Transfersumme, ja, gut absenden. Haben wir gerade 139 Millionen? Oder ist das nur... Oder ist das durch das Angebot drin gewesen? Vom Preis her hoch den kassieren könnte. Naja. Flügelspieler. Transferangebote. Das Angebot. So, da müssen wir nochmal ein bisschen rein in die. Ich probiere es jetzt nochmal bei meinem Spezi Gosen, der ist ja eigentlich Schalker. Da muss ich natürlich das Gehalt ein bisschen hochschrauben. Ich wollte heute das Spiel gegen Dortmund stattfinden, aber das kommt noch. Drei Jahre. Brauche ich nicht zu akzeptieren, nehmen wir so mit. Und jetzt haben wir nämlich eine Summe, die wir haben können. Und dann holen wir uns im zweiten Versuch dann noch Robin Gosens schnell noch dazu. Gucken. Dani Olmo wird wahrscheinlich zu teuer sein. Da sind jetzt einige natürlich die... Also, ciao.
zwei Wochen ist auch mein Verteidiger wieder dabei. Also wir sind ein paar Kandidaten, die ich auf die Transferliste setze. Es soll natürlich einiges passieren. So, also wie gesagt, jetzt nochmal Dortmund als nächsten Gegner. So, dann haben wir das soweit. Der Kader steht. Erstmal zumindest, um übergangsweise reinzukommen in diesen Kader, in diesen Meisterschaft. Das habe ich in die Innenverteidigung klar gesetzt. So, da ist ein Angebot für allgemein. So, 52 Millionen nach Valencia für Rashica. So, und dann geht jetzt ins Spiel endlich. So, ich danke für Ihre Geduld und danke für Ihre Frage. Baku. So, dass man die ganzen Spiele sagen. So, dann geht's rein ins Match. Geht jetzt sofort los mit dem ersten Match in dieser Saison, das heißt ein Supercup gegen eben Borussia Dortmund. Also viele Neuzugänge, fast alle stehen in der Startformation. Wir gucken uns die gleich jetzt im Detail an, wer wie neu irgendwie aufgestellt ist. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Wir sind auf der Weg in die Also Manuel Neuer am Tor, das ist auf jeden Fall der Neuzugang. Dann die beiden Außenverteidiger, Dani Costa und Baku neu, allen unter der 6 neu. Vorne hat sie nicht geändert, obwohl einige Angebote für Alario und sowas kam. Aber wie gesagt, es sind neu beide Außenverteidiger, ein und ein 6er plus der Keeper auf der Banksitzer. Glasminus-Transfer, Robin Gosens. Aber ich glaube, es kann noch viel passieren mit dieser Mannschaft. So, auch der BVB hat sich ein bisschen neu aufgestellt. Jetzt mit der neuen Mannschaft. Mal gucken, wie diese Truppen aufeinandertreffen. Schalke, wie gesagt, nur für eine oder vier Positionen.
Und davon gucken wir jetzt noch so kommen. Also Rashica ist weg, Kobylanski ist weg. Das ist schon mal klar. Horn ist auch weg. Die erste Situation für Marco Richter. Für den Champions League-Sieger, ne? Nur so nebenbei. Man gewann ja das Champions League-Finale gegen Liverpool. Auf den sollten wir heute ganz besonders achten. Ja, ja. Der ja eigentlich gar im Real gar nicht mehr bei BVB spielt. Und Neuer. Schalke mit der ersten guten Situation. Und De Rosa. Ah, der hat schlecht gespielt. Es gibt aber Ecke zumindest. Ecke kommt. Kommen. Nicht gut. Man will ja hier den vierten Titel. Also Holland muss ja echt aufpassen. Den hätte ich so gerne im Kader, aber der ist einfach nicht. Der wird auf keinen Fall bezahlbar sein. Rosen. Und dann ist es Luca Salario, 1-0, 24. Minute. Man hat so viele Angebote bekommen über die Richter von Salario, von De Rosen. Da hat man richtig cool erleben können. Man hätte auch Alternativen in der Hand gehabt. Passieren wir also mal gucken und dann also erstes Supercup-Tor für Luca Salario, klar. Seine verwandelte Elfmeter hieß Schalke, die Schalke zum Champions League-Titel holen und damit haben wir auch mal Alternativen unter der Fabrik können, Neuzugänge. Ja, da mit dem Ballverlust. Da Costa, gut gelöst. De Rosa. Tja, Flasic. Da kommt der Pass. Abseits, oder? Yes. Das ist riskant, wie er hier reingeht. Und Neuer. Abseits und De Rosa. Aber so wird abgepfiffen. Abseits. Javairo, De Rosa. Und Glück gehabt für den BVB. Baku. Knapper Rückstand. Gut gemacht. Und Marco Richter. Und jetzt die Chance. Abgefällt und abgeblockt. Ecke jetzt. Vielleicht können Sie die Führung ausbauen. Ecke kommt rein. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Wieder Baku. Gute Aktion. Jetzt die Flanke. Können Sie jetzt
und die Situation ist wieder bereinigt. Und dann ist Halbzeit. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen und damit ist hier noch nichts entschieden. Also Luca Salario mit der momentan verdienten Führung für die Schalker. Mal gucken, was passiert noch in der zweiten Halbzeit. Rückstand also für Borussia Dortmund und damit gehen wir wieder rein ins Spiel in die zweite Spielhälfte. Und damit ist der Ball weg. Ja, Ballverlust war, ich hatte im Moment gezögert, weil vielleicht jetzt ein Foul sein können, war aber keins, sagt zumindest sich der Schütze. Ruben Dias. Ein toller Treff. Klasse Chance jetzt. Segel weiter. Da Costa! Da Costa! Und wieder Birki. Also, bitte weiter Birki gehalten und der zweite Schuss jetzt da drüber. Das war zu nachlässig. Ja, und so haben wir hier weiter diese Spannung. Das sind so Szenen, die sich in einer Partie noch rächen können. Ja, dass wir das 2-0 sein müssen. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Ja. Ronalds. Und Dortmund hat die Riesenchance, aber haut das Ding. Eigentlich genau richtig gemacht. Ganz clever, dieser Lupfer, aber dann fehlen Zentimeter. Ja, steht nur 1-0, ne? Momentan noch nicht viel. Odriozola. Momentan ist nicht viel zu passieren. Sancho gegen Da Costa, den lässt er stehen. Und von Hals, und ich glaube, da war ein Schalker mit dem dran. Eigentlich war sogar gar nicht, aber gut, okay. Lazza. Luca Salario. Könnte jetzt was werden. Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Javairo. Del Rosso und uns gibt die Ecke. Nicht durch. Abgeblockt. Da kommt die Ecke. Ecke. Es gibt Ecke. Man führt nur 1-0. Die Ecke kommt. Ah, Lazza mit dem Ballverlust. Der kann teuer werden. Jetzt Ramsey. Jadon Sancho. Komm vorbei. Ohne Probleme. Das hat der Verteidiger. Und der falsche Elfmeter. Savic, gelb. Dortmund holte. Hat einen geschenkten Elfer. Haaland gegen Manuel Neuer. Und 1-1. Oh, ist das bitter. Da hat er den Elfmeter. Steht unentschieden. Da hat er den ersten Elfmeter und kriegt das. Oder macht Haaland selber in der Nachschuss. Also, die Schalke haben sich selber zuzuschreiben. Dieser Ballverlust von Lazza, der war richtig teuer. In der Vorwärtsbewegung. Und dann, ja. Ecke kommen. Odriozola. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Schönes, hohes Zuspiel. Schöner Ball auf Haaland. Gute Idee. Und so geht der Ball natürlich nicht rein. Warte, Neuer ist da. Lazza. Guter Pass jetzt. Ach, Glück doch. War doch kein Abseits. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Ja, wie gesagt, man hat sich selber zusammen. Isco kommt jetzt noch hier nicht. Noch immer unentschieden, aber die Dortmunder natürlich immer in der Lage, einen Treffer zu erzielen.
Latza. Ballverlust. Ja, mein Doppel kommt jetzt gerade zu. Kriegt jetzt. Vielleicht gelingt Ihnen ja doch noch der Siegtreffer. Oh, das könnte das werden. Kein Tor. Unglaublich. Dann kriegen Sie hier diese Chance. Pause. So, wir gehen ins Elfmeter. Unnötig. Elfmeter schießen, was die Schalker sich selbst zuzuschrauben, zu schauen haben oder zuzuschreiben haben. Anfangen wird erstmal Lucas Alario gegen Roman Bürki. Und Bürki hält. Neuer gegen Haaland. Pfosten! Malik Ciao, 1-0 Schalke. Telles Neuer. Er geht unten rein. Neuer war aber dran. Richter gegen Bürki. Safe verwandelt. 2-1 Gelsenkirchen. Dortmund gegen Isco Neuer. Latza verwandelt, Schalke 3-1 vorne. Neuer gegen Alvaro Odriozola. Macht er Odriozola den nicht? Ist das Thema gegessen? Nein, der Spanier macht's. 2-3. Jetzt muss es wirklich richten gegen Paulinho. Ansonsten haben die Schalker das Ding hier in der Tasche. Und das war's. Schalke holt sich verdient den Sieg. Paulinho verwandelt. 4-2. Endstand. Feierabend. Natürlich war da Glück dabei. Aber ich glaube, der entscheidende Ding war eigentlich die Parade von Neuer. Oder der es den Elfmeter da rausgefischt hat. Alario verschießt den ersten Elfer und dann macht es die Schalker klar. Guck mal hier, das ist schön stehen. Und genau deswegen habe ich ihn Neuer verpflichtet. Deswegen habe ich auch 20 Millionen für den ausgegeben. Weil er mir halt die Elfmeter halten kann. Sehr, sehr ruhig, aber das ist ja auch immer die Geschichte. Ich könnte mich ja immer wegschmeißen. Ja? Jetzt ist das ja alles geregelt. Fotografen, Kameraleute, Siegerposen, genau. Nimm den Pott mal in die Hand. Wir wollen noch unser Fötelchen haben. Also das ist halt das kurze Fötelchen. Fötelchen. Ja, ist gut. Ja, aber hier auch immer dann sagen. Ja. So, und dann nochmal das große Szenario. Und dann haben die Schalker ja diesen Supercup. Den vierten Titel haben sie unter Dach und Fach. Nur noch die Sau rauslassen. Ja, also das hier ist noch choreografiert und dann ist nur noch die Sau. Ne? Ja, aufstehen jetzt. Es geht zum Zielvogel. Das, liebe Freunde, ist die Postkarte der Saison. Lieber von Buschmann, metaphorisch eine brillante Leistung des Ja, als Neuer den Elfmeter gehalten hat gegen Kampf gegen von Hals war das, der. Ne, was nicht, aber der Elfmeter war. Aber ist egal. Wir haben es geschafft. Das ist das Allerwichtigste. Nichts Verlängerung, tatsächlich. Direkt ins Elfmeterschießen, das haben die Schalker gemeistert. Und da sind noch einige Dings drin. Ich würde sagen, trotzdem machen wir das in der nächsten Folge. Sehen wir uns dann wieder mit dem Supercup danach gegen Tottenham.